Herzlich willkommen zum Auslandsjournal. Wo haben Sie Ihren Sommerurlaub verbracht? Als absoluter Hotspot für Touristen aus den Golfstaaten gilt Bosnien. Statt staubiger Wüste, Hitze und Trockenheit gibt es dort grüne Natur, Flüsse und Gebirge. Das Land ist nicht teuer und vor allem leben dort viele Muslime. Die Vorteile liegen also auf der Hand. Und doch, manch Bosnier fürchtet den Ausverkauf seines Landes und das Ende der liberalen Auslegung des Islam im Land. Stefan Merseburger über Fluch und Segen des Scheichtourismus. Seit ein paar Jahren geht das schon so und es werden immer mehr. Die Araber kommen, sie haben Sarajevo entdeckt. In Bosnien verbringen Wüstentöchter und Söhne gerne ihre Sommerfrische. Sie bevölkern Parks und Wälder, suchen Schatten und Vergnügen. Die Araber kaufen Land, bauen Feriensiedlungen und Hotels. Sie bringen Geld ins bitterarme Land, aber sie sind überall. Und so beschwören manche schwarzmalerisch eine arabische Invasion. Vrelo Bosne heißt diese Parkanlage in Ilidža bei Sarajevo. Ende des 19. Jahrhunderts haben die Habsburger sie angelegt. Heute zieht sie magnetisch Urlauber aus dem Nahen Osten an. Bäume, Schatten, kühlendes Wasser, exotische Tiere. Für die wüstengewohnten Urlauber ist das ein Paradies auf Erden. Also so schön habe ich mir das wirklich nicht vorgestellt. Als ich hier kam, dachte ich schon, etwas Gutes vorzufinden. Aber jetzt sehe ich hier das Leben. Es ist unglaublich, wirklich fantastisch. Der Wald, die Flüsse, die historischen Orte. Ich mag es sehr gerne. Ich mag all die Natur, die ich hier sehe. Ich komme aus einem sehr heißen Land, da sind zurzeit 45 Grad oder mehr. Hier sind gerade 23 Grad. Ich mag das Wetter hier. Sarajevo, Tourismus-Hotspot für jene, die dringend Abkühlung suchen. Der Großteil der Stadt ist muslimisch geprägt. Fahrt in den serbischen Teil, in die Republika Srpska, wo überwiegend christlich-orthodoxe leben. Hier hat Scheich Mohammed Al-Kassini aus den Vereinigten Arabischen Emiraten investiert. Sunnyland heißt sein Vergnügungspark samt Sommerrodelbahn. Während des Bosnienkrieges Anfang der 90er haben die Serben von hier oben auf die Muslime unten in Sarajevo geschossen. Doch die alten ethnischen und religiösen Konflikte schrecken den Scheich nicht ab. Das hier ist eine serbische Gegend und das ist gut so. Wir haben hier Mauern eingerissen zwischen den Serben und den bosnischen Muslimen und auch zwischen den Serben und den Arabern und den Bosniaken und den Arabern. Jetzt kommen hier alle Nationalitäten und Religionen zusammen. Für die Araber könnte er viel höhere Preise machen, sagt Scheich Kassimi, doch das will er nicht. Er will, dass auch die Bosnier kommen, also kostet die Fahrt umgerechnet 2,50 Euro. In seinen Cafés arbeiten Serben und Muslime zusammen. Es wird kein Alkohol ausgeschenkt, so will es der Islam. Die Aufregung in Europa um voll verschleierte Frauen und den Niqab versteht er nicht. Wenn wir in den Emiraten sagen, Frauen müssen sich bedecken, dann sagt ihr in Europa, oh, da herrscht ja keine Freiheit. Ihr respektiert unsere Gesetze und unsere Religion nicht, aber ihr wollt, dass wir eure Gesetze respektieren. In Bosnien dürfen Frauen sich voll verschleiert in der Öffentlichkeit bewegen, nur ist das nicht üblich. Traditionell haben die bosnischen Muslime ein entspanntes Verhältnis zum Islam. Gelegentlich ein Gläschen Alkohol ist durchaus verbreitet. Stören die streng religiös gekleideten Touristinnen? Ich finde das nicht störend. Es laufen ja auch knapp bekleidete Mädchen hier rum. Das stört doch auch niemanden, nicht wahr? Jeder hat das Recht zu entscheiden, was er anzieht. Ich finde zwar, diese Kleidung schränkt die Frauen ein, aber wenn sie wollen, sollen sie so rumlaufen. Doch seit einiger Zeit tragen immer mehr Bosnierinnen die Marama, das traditionelle Kopftuch. Jetzt fürchten einige, mit den Arabern sei auch der Wahhabismus auf dem Vormarsch.
Ich glaube nicht, dass die Araber einen bedeutenden Einfluss auf den bosnischen Islam erzielen können und ihn radikalisieren werden, auch wenn das befürchtet wird. Wir haben schon einigen Versuchen, die Religion zu radikalisieren, erfolgreich widerstanden. Es ist die arabische Mittelklasse, die das billige Bosnien besucht, während es die Superreichen nach Österreich und die Schweiz zieht. Die Araber bringen Wachstum. Eine bosnische Hotelgruppe hat eigens für sie eines der ersten 5-Sterne-Häuser in Sarajevo errichtet. Die Golfstaaten sind mittlerweile der viertwichtigste Auslandsinvestor in Bosnien. Dieses Einkaufszentrum gehört der Al-Shidi-Gruppe aus Saudi-Arabien, die auch ein Hotel betreibt und ein weiteres demnächst eröffnet. Bosnien empfängt die arabischen Investoren mit offenen Armen. Sicherheitsbedenken werden beiseite gewischt. Die Al-Shidi-Gruppe baut auch das Resort Poljine Hills in Sarajevo, das nächstes Jahr fertig werden soll. Die kleine Villa gibt es ab 200.000 Euro. Einkaufsmöglichkeiten, Fitness, Wellness, ärztliche Versorgung, all das soll es hier geben und einen Wachdienst selbstverständlich. Zutritt nur für Besitzer, eine sogenannte Gated Community. Es ist äußerst problematisch, dass sie von uns Bosniern isoliert leben wollen. In Häusern, wo sie machen können, was immer sie wollen, ohne dass wir es wissen, ohne jegliche lokale Kontrolle. Zumal es mehr als angebracht ist, zu bezweifeln, dass unsere korrupten Politiker es wagen werden, dort Polizei hinzuschicken. Auch andere Investoren wollen riesige Siedlungen bauen und so werden wohl einige arabische Inseln im Land entstehen. Wenn man Häuser baut, also ganze Dörfer für die arabischen Touristen, dann muss man alles so machen, wie die es wollen. Denn wer ist denn der Boss? Natürlich derjenige, der das Haus bezahlt. Das arme Bosnien hat Investitionen bitter nötig. Die Araber haben das Geld. Aber sie bringen andere Sitten und legen den Islam strikt aus. Noch suchen sie vor allem die Sommerfrische, doch sie kommen auch schon im Fastenmonat Ramadan. Und im Winter lockt echter Schnee. Sollten die Araber eine ganzjährige Vorliebe für Bosnien entwickeln, werden sie das Land prägen. Vor allem die Saudis kaufen nicht nur Shopping-Malls und Wasserparks, sondern investieren seit Jahren auch in den Bau von Moscheen. Und in die Ausbreitung des Wahhabismus, der strengen Auslegung des Islam. Kritiker warnen deshalb, Bosnien könne zum Einfallstor des radikalen Islam in Europa werden. Das Wort Katastrophe beschreibt nicht annähernd, was wir hier erleiden müssen, sagt der Bürgermeister von Houston. 30.000 Menschen sind obdachlos, Hunderttausende ohne Strom. Die Zahl der Toten wird wohl weiter steigen. Und es gibt noch keine Entwarnung. Während die Stadt in Wasser versinkt, steigt die Hilfsbereitschaft. Solidarität, Bilder des Miteinanders in einem Land, in dem es in den vergangenen Monaten vor allem um Spaltung und Hass ging. Auch das bringen die Fluten zutage. Ines Trams an Tag 6 von Harvey mit den dramatischen Szenen aus Houston. Die Menschen flüchten, ihren Nachwuchs auf dem Arm. Einen Bruchteil ihres Hab und Guts in Plastiktüten. Gefährlich überladen die Boote, die die Menschen aus den überfluteten Gebieten ins flache Wasser bringen. Verheerend. Keiner von ihnen weiß, wann sie wieder zurück können, was sie dann vorfinden werden von ihrem Zuhause. Die helfende Hand, sie tut gut. Es ist ein Segen, gerettet zu sein. Gestrandet, nass, oftmals getrennt von der Familie. Unzählige Helfer versuchen, sie aufzufangen. Ich halte mich ganz gut. Ich helfe Menschen. Ich bin müde, aber das ist es wert. Und jeder kann derzeit in Texas zum Lebensretter werden. Reporterin Brandy Smith vom lokalen Nachrichtensender. Sie berichtet live von einer Brücke, als sie den versunkenen LKW unter ihr entdeckt. Der Fahrer gefangen in der Kabine. Sir, sind Sie in Ordnung? Schaffen Sie es auf das Dach Ihres LKW? Das Wasser hier ist über 3 Meter tief. Steigen Sie da bloß nicht rein.
Der Zufall will es, der Sheriff kommt vorbei, sogar mit einem Boot im Schlepptau. Ihn bittet Reporterin Brandy um Hilfe. Da steckt ein LKW-Fahrer im Wasser. Über 3 Meter tief ist es da. Der Sheriff kann helfen, in letzter Minute. In der Fahrerkabine des Lasters steigt das Wasser langsam und unaufhörlich. Hier an demselben Ort ist schon mal was Schlimmes passiert. Ein Laster ist da reingefahren bei Hochwasser. Wir haben nach ihm getaucht, aber der Fahrer war schon tot. Eine Aktion, wie sie so oft in diesen Tagen in Texas stattfindet. Es gilt, Leben zu retten und alle helfen mit. Das Boot des Sheriffs kämpft sich vor zum LKW-Fahrer. Er klettert aus der Wasserfalle, glücklich, es geschafft zu haben. Ich danke Gott, dass du hier warst, um mich auf sichere Land zu ziehen. Das weiß ich echt zu schätzen. Darf ich dich umarmen? Ich bin so glücklich, dass du okay bist. Hurricane Harvey. Gefährlich langsam zieht er über den Süden von Texas. Eine Rekordmenge an Wasser entlädt er über der 6-Millionen-Stadt Houston. Alte Menschen gehören zu den verwundbarsten in der Flut. Ihr Foto ging um die Welt. Die alten Damen eines Altenheims sitzen hüfthoch im Wasser. Viele leiden an Demenz. Sie wissen nicht, wie ihnen geschieht. Doch die Notrufe der Heimleitung werden nicht beantwortet. Die Tochter des Heimbesitzers erkennt die Gefahr. Sie stellt das Foto auf Twitter und hofft online auf eine Rettungsleine. Wir waren so verzweifelt, da wir niemanden erreichten, hatten wir das Gefühl, niemand hört uns. Die alten Damen werden gerettet. Mit LKW und Hubschrauber geht's ins Trockene. Auch die 94-jährige Henrietta. Sie war gefangen in ihrem gefluteten Haus, bis die Helfer kamen. Ich bin jetzt ein bisschen müde, aber froh hier zu sein. Ich möchte mich nun hinsetzen, meine Füße hochlegen und was essen. Die Ladies des Altenheims übrigens sind sicher und trocken in einem neuen Heim untergekommen. Auf Trucks, Booten und Abschleppwagen werden die Menschen ins Trockene gebracht. Rund 30.000 sind derzeit ohne Obdach. Da kann man nichts machen, ruft er. Und die Hilfe kennt keine Grenzen. Lang ist die Schlange vor dem Messezentrum in Downtown Houston. Sie alle wollen mithelfen als Freiwillige, wenn die Gestrandeten hier ankommen. So groß ist der Andrang. Einige wurden bereits abgewiesen. Sie stellen sich dann ein zweites Mal an. Auch wenn es hier so viele unterschiedliche Menschen gibt, so viele Typen aus verschiedenen Schichten, so wollen wir doch alle nur eines, dass es jedem gut geht. Das zeigt der Andrang hier von Menschen, die wirklich helfen wollen. Ich kann dir meine Socken geben, sagt dieser Polizist. Er hilft aus mit dem Nötigsten in dieser größten Notunterkunft. Das Messezentrum fasst eigentlich 5.000 Menschen, 8.000 Flutopfer sind bereits da. 1.000 freiwillige Helfer stehen ihnen bei. Er ist einer von ihnen, Douglas Smith, im normalen Leben Geschäftsführer einer Ölfirma. Heute verteilt er Gummitiere an die Kinder. Es ist absolut wichtig zu helfen. Das bedeutet, an die Gemeinschaft zurückzugeben. Wir sind doch eine Familie, eine Gemeinschaft. Erfahrene Rote Kreuzhelfer geben den jungen Freiwilligen einen Schnellkurs in Flüchtlingshilfe. Seid freundlich und behutsam und nochmals freundlicher. Riesig die Schlaflager, Privatsphäre, Fehlanzeige. Corina landete hier nur mit einer Tasche Kleidung. Jetzt versucht sie mit Spenden eine Art Burg aufzubauen. Nun habe ich all das hier. Eine Decke, ein paar Sachen. Das haben sie mir gegeben. Das fühlt sich schon fast wieder wie ein kleines Zuhause an. Der Süden von Texas versinkt in der Flut. Lange werden sie hier mit den Folgen von Hurricane Harvey noch zu kämpfen haben. Das zerrissene Amerika in dieser Krise findet es zusammen. Für Donald Trump ist es die erste große Bewährungsprobe als oberster Krisenmanager und Trostspender der Nation. Harvey ist der größte überhaupt. Sie sagen, es ist historisch, verkündete er in bester Superlativmanier. Von Folgen durch den Klimawandel und zu wenig Bauregulierung hat er noch nicht gesprochen. Was tun gegen Terrorgefahr in der EU? Die Binnengrenzen weiter kontrollieren, darauf drängt vor allem Deutschland.
auch heute wieder beim Treffen der Kanzlerin mit EU-Kommissionschef Juncker. Dass die Außengrenze besser geschützt werden muss, das scheint schon lange einhellige Meinung. Und die scheint sich immer weiter zu verschieben, bis nach Afrika. Auch für den deutschen Grenzschutz ist längst nicht mehr nur Passau oder Deggendorf wichtig, sondern sogar die Wüste von Tunesien. Christel Haas über deutsche Hilfe und Gründlichkeit für europäische Grenzsicherung in Afrika. Sie sind in gefährlichem Gelände unterwegs. Nichts darf den vier Männern entgehen. Es ist nur eine Übung unter dem strengen Blick der deutschen Ausbilder und mit einer Erkenntnis. Manchmal hakt es an den kleinsten Dingen. So, da haben wir das Problem mit den offenen Schnürsenkeln. Klare Ansage bei der Manöverkritik. Die Nachricht kommt an. Man kann es doch nicht erzählen, dass du in der Position, wie du die Waffe hältst, sicher schießen kannst. Betretene Gesichter. Was ist deine Aufgabe? Ich muss die Seite absichern. Gut, dann mach das auch nochmal. Die vier müssen noch mal ran. Bei 40 Grad im Schatten pirschen sie die Mauer entlang, kontrollieren die Gebäude, sichern Fenster und Hauseingänge. Seit 2 Jahren bilden hier in Wetzlar deutsche Polizisten ihre tunesischen Kollegen in der Grenzsicherung aus. Unterstützung bei der Terrorabwehr, aber auch, um Flüchtlinge bereits hier aufzuhalten. Vorverlagerungsstrategie nennt man das im Amtsdeutsch. 700 Grenzpolizisten haben das Training schon durchlaufen. Also grundsätzlich versuchen wir der Nationalgarde hier Möglichkeiten aufzuweisen, wie sie sich in ihren Grenzgebieten bewegen können, wenn es zu brenzligen Situationen kommt. Wir sprechen dort von lebensbedrohlichen Lagen. Das heißt, es gibt gewisse Grenzabschnitte, gerade zu algerischen, auch zu libyschen Grenzen natürlich, wo es nicht so sicher ist. Und wir versuchen ihnen hier Möglichkeiten aufzuweisen, wie sie sicher in die Situation reingehen, die Lage bewältigen und auch sicher wieder rauskommen. Terroristen davon abhalten, ins Land zu kommen, das ist die vordringliche Aufgabe der tunesischen Polizisten. Aber auch alle anderen stoppen, die unbemerkt über die Grenze wollen. Die größte Herausforderung für uns ist der Terrorismus. Aber wir bekämpfen auch den Schmuggel, der den Terrorismus finanziert. Und natürlich auch die illegale Einwanderung. Der Einsatz an der Grenze ist gefährlich. Auf den Grenzposten, dem ich zugeordnet war, hat es vor einiger Zeit einen Terroranschlag gegeben. Dieses Training hilft uns, die terroristische Gefahr besser bekämpfen zu können. Johannes Parzer ist von deutscher Seite aus für das Ausbildungsprojekt verantwortlich. Regelmäßig macht er sich persönlich ein Bild der Lage. Diese Mission, sagt er, sei ein wichtiges Element im Kampf gegen den Terror. Wir haben ja gesehen, auch durch die Ereignisse in Deutschland, dass wir in gewissen Bereichen derselben Bedrohungslage gegenüberstehen. So ist das, was wir leisten hier in Tunesien, kommt uns auch unmittelbar wieder zugute. Tunesien, das Vorzeigeland des arabischen Frühlings, hat ein Problem mit dem islamistischen Terror. Mehr als 5000 meist junge Männer haben sich der UN zufolge dem IS angeschlossen. Die Sorge ist groß, dass viele dieser radikalisierten Islamisten wieder ins Land zurückkehren. Und auch Tunesien selbst steht im Fadenkreuz. 2015 erschüttern 3 große Anschläge das Land. Mehr als 70 Menschen kommen dabei ums Leben. Im März ist das Bardo-Museum Ziel eines Attentats. 3 Monate später macht ein islamistischer Terrorist Jagd auf Ausländer an einem Hotelstrand im Badeort Sousse. Und im November ein Selbstmordanschlag auf die Nationalgarde. Die Eliteeinheit wird ins Herz getroffen. Der Kampf gegen den Terror hat für Tunesien seither Priorität. Tunesien ist so etwas wie ein Bollwerk zwischen dem Terrorismus und Europa. Wenn Tunesien die Terroristen nicht stoppen kann, dann kommt der Terror sehr schnell nach Europa. Wir sind unterwegs zur algerischen Grenze und machen Halt in Babouche, einem Stützpunkt der Nationalgarde. Er gleicht einer Baustelle. 4 Millionen Euro investiert Deutschland jedes Jahr in die tunesische Grenzsicherung. Für die Bundesregierung geht es nicht nur um die Terrorbekämpfung, es geht auch um Flüchtlingspolitik. Denn wenn die Grenzen nach Tunesien dicht sind, dann ist auch ein weiterer Fluchtweg in Richtung Europa abgeschnitten. Die Deutschen bilden nicht nur aus, sondern stellen auch die Ausrüstung. Sogar deutsche Spezialfahrzeuge gibt es bald für die tunesischen Kollegen.
Wir haben 12 Fahrzeuge aus Deutschland erhalten, mit denen wir das Gelände viel besser erkunden können. Wenige Kilometer von hier entfernt liegt der eigentliche Grenzposten. Hochsicherheitszone sieht anders aus. Die Stellungen für die Maschinengewehre wirken improvisiert. Lageschilderung auf dem Dach. Die algerische Grenze ist nur 200 Meter entfernt. Regelmäßig sind Patrouillen unterwegs, um das Gelände nach etwaigen Eindringlingen abzusuchen. Alle, die hier eingesetzt sind, haben das deutsche Zusatztraining absolviert. Die andere Taktik, die wir gelernt haben, ist sehr sinnvoll. Wir wenden hier alle neuen Methoden an, die sie uns beigebracht haben. Die sind viel besser als die alten. Drinnen zeigen sie stolz ihre jüngste Anschaffung in Sachen Sicherheit, eine Überwachungskamera. Sie ist von den tunesischen Behörden finanziert worden. Jetzt können sie die algerische Grenze rund um die Uhr im Blick behalten. Grenzsicherung in Tunesien mit deutscher Hilfe. 965 Kilometer lang ist diese Grenze allein zwischen Tunesien und Algerien. 965 Kilometer hügeliges Gelände und Wüste. Und die Frage bleibt, kann diese Grenze überhaupt lückenlos gesichert werden? Grenzschutztechnik ist übrigens angesichts von Flüchtlingskrise und Terrorgefahr inzwischen ein weltweiter Wachstumsmarkt. Und noch eine Branche boomt. Da geht es aber vor allem um virtuelle Abwehr und Kämpfe. Mit Computerspielen werden inzwischen Milliarden gemacht. Und das nicht nur von den Herstellern. 10,8 Millionen Dollar hat ein Berliner Spieler vor kurzem in Seattle beim E-Sport gewonnen. Beim Wettkampf professioneller Computerspieler. Sogar Fußballvereine wie Schalke 04 und RB Leipzig leisten sich schon eigene E-Sport-Teams. Doch das ist alles noch kein Vergleich zum Computerspielparadies Südkorea. Won Böse hat sich dem virtuellen Wettkampf gestellt. Außendienst. Sie sind Superstars in Korea, füllen ganze Stadien und Millionen Zuschauer verfolgen ihre Turniere vor den Bildschirmen. Das hier ist die koreanische League of Legends, ein Computerspiel. Und irgendwie hat es mich jetzt auch mitgerissen, das finde ich schon irgendwie witzig. Im Gegensatz zu Hobbygamern zocken die 50 Profispieler der Liga hauptberuflich und manche verdienen so viel wie Profifußballer. Die besten E-Gamer der Welt kommen aus Korea. Bei den Weltmeisterschaften des Spiels League of Legends haben seit 2013 nur koreanische Teams gewonnen. Ich will sehen, wie die besten Computerspieler der Welt leben. Hier wohnen die Pro-Gamer von MVP. Das ist ein Team in der League of Legends League. Hallo. Hallo. Von asiatischer Höflichkeit erstmal keine Spur. Ich werde knallhart ignoriert. Die fünf Spieler, Max, Maha, Ian, Beyond und Ed, sind vertieft in ein Freundschaftsspiel. League of Legends ist ein Online-Strategiespiel. Bis zu fünf Spieler sind in einem Team und versuchen mit ihren Spielfiguren, den Champions, die Festung des Gegners zu zerstören. Alles hochkomplex und rasend schnell. Der Coach überwacht die Spielzüge seines Teams. Nach 2 Stunden ist das Spiel endlich zu Ende. Und Ed zeigt mir seine Zocker-WG. Er wohnt hier seit einem Jahr. Mit 15 Jahren hat er angefangen, League of Legends zu spielen. Und für die Karriere als Pro sogar die Schule geschmissen. Die Jungs sind alle zwischen 18 und 22 Jahren alt. Aber statt Spielerfrauen liegen Kuscheltiere in den Betten. Es ist noch nie passiert, dass einer von uns ein Mädchen mit in diese WG gebracht hat. Und das wird auch nie passieren. Das ist unerwünscht. Mindestens 9 Stunden am Tag zocken Ed und die Jungs. 7 Tage Urlaub haben die Spieler im Jahr. Dann müssen sie wieder trainieren. Der Druck ist hoch. Macht ein Spieler Fehler auf wichtigen Turnieren, und zwar mehrfach, dann ist es in vielen Teams üblich, dass dieser Spieler direkt ausgetauscht wird. Das ist halt Profisport, ne? Da geht's hart zu. Da wird mit rauen Bandagen gekämpft. Eds Tag ist voll durchstrukturiert. 12 Uhr aufstehen, die Mahlzeiten sind festgelegt. Ins Bett geht es erst um 5 Uhr morgens.
Nach dem Essen trainieren sie sofort weiter, denn morgen ist das große Spiel gegen Tabellenführer Samsung. Der Wert von Südkoreas gesamter Spieleindustrie wird auf stolze 6,5 Milliarden Euro geschätzt. Für Koreaner sind E-Sports so wichtig wie für uns Fußball. Drei Fernsehsender übertragen die E-Sports-Turniere live. Weltweit streamen Fans die zahlreichen Events über Portale wie Smashcast TV, Twitch oder YouTube. Jüngst kaufte Amazon den E-Games-Giganten Twitch für 970 Millionen Dollar. Allein 100 Millionen User verfolgen monatlich auf Twitch die Wettbewerbe der Zocker. Gaming ist ein wichtiger Teil der südkoreanischen Jugendkultur. Viele Schüler und Studenten verbringen ihre kostbare Freizeit in sogenannten PC-Bunks. Das sind wahre Zockerhimmel. Highspeed-Internet und Curve-Bildschirme sorgen für beste Bedingungen. Was die Koreaner begeistert, will ich auch ausprobieren. Doch das Spiel hat seine eigenen Gesetze. Oh, jetzt. Ah, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin, glaube ich, tot. Der Bildschirm ist grau. Ich bin chancenlos. Der Zockerkollege von nebenan hilft mir. Und dann läuft's wie am Schnürchen. Ist das gut? Ist das gut? Irgendwie habe ich was gewonnen, aber ich glaube, es liegt an den anderen. Zum Glück ist League of Legends ein Teamspiel. Die Mitspieler sind so gut wie mein Nachbar Lee. Der spielt auch bis zu 9 Stunden am Tag. Du möchtest wohl ein Pro-Gamer werden? Nein, es macht psychisch einen Unterschied, ob man das Spiel spielt, um Spaß zu haben, so wie ich, oder ob man das Spiel spielt, um damit Geld zu verdienen. Stress abbauen, relaxen, dem Drill des koreanischen Alltags entkommen, deshalb zocken die Jugendlichen hier so viel. Von den rund 51 Millionen Südkoreanern sind 2 Millionen süchtig nach Computerspielen. Jeder 7. Süchtige ist ein Kind zwischen 8 und 12 Jahren. Die koreanische Regierung reagierte deshalb 2011 mit einem Gesetz. Zocken zwischen 0 und 6 Uhr morgens ist seitdem für Jugendliche unter 16 verboten. In Deutschland hingegen ist die Sucht nach dem Gaming-Rausch weniger verbreitet. Unter 1% aller PC- und Konsolenspieler werden als süchtig eingestuft. In der OGN Esports Arena wird es ernst. Auf der riesigen Leinwand verfolge ich mit den 1000 anderen Fans das Spiel. Und es wird spannend. MVP liegt vorne. Die Kommentatoren können sich kaum noch auf den Plätzen halten. Samsung holt auf. Jetzt braucht MVP die Unterstützung der Fans. MVP, MVP. Total crazy, ich liebe es. Nach knapp 3 Stunden Online-Krieg führt Ad sein Team zum Sieg. Eine Feier gibt es nicht. Die Jungs wollen sich lieber ausruhen, denn die Zeit ist knapp. Eine Profi-Gamer-Karriere dauert im Schnitt nur 2 Jahre. Die Spieler, die in Rente gehen, machen das, weil sie den Alltag eines Pro-Gamers einfach nicht mehr durchhalten. Nur wenige Spieler schaffen es, in dieser kurzen Zeit für den Rest ihres Lebens auszusorgen. Ed kommt im Jahr auf knapp 100.000 Euro, inklusive Preis- und Sponsorengeldern. Millionär würde er erst, sollte er mit seinem Team die Weltmeisterschaft im November gewinnen. Doch bis dahin heißt es, üben, üben, üben. Ihr wollt, dass wir eure Gesetze respektieren. In Bosnien dürfen Frauen sich voll verschleiert in der Öffentlichkeit bewegen, nur ist das nicht üblich. Traditionell haben die bosnischen Muslime ein entspanntes Verhältnis zum Islam. Gelegentlich ein Gläschen Alkohol ist durchaus verbreitet. Stören die streng religiös gekleideten Touristinnen? Ich finde das nicht störend. Es laufen ja auch knapp bekleidete Mädchen hier rum. Das stört doch auch niemanden, nicht wahr? Jeder hat das Recht zu entscheiden, was er anzieht. Ich finde zwar, diese Kleidung schränkt die Frauen ein, aber wenn sie wollen, sollen sie so rumlaufen. Doch seit einiger Zeit tragen immer mehr Bosnierinnen die Marama, das traditionelle Kopftuch. Jetzt fürchten einige, mit den Arabern sei auch der Wahhabismus auf dem Vormarsch.
Das hier ist eine serbische Gegend und das ist gut so. Wir haben hier Mauern eingerissen zwischen den Serben und den bosnischen Muslimen und auch zwischen den Serben und den Arabern und den Bosniaken und den Arabern. Jetzt kommen hier alle Nationalitäten und Religionen zusammen. Für die Araber könnte er viel höhere Preise machen, sagt Scheich Kasimi, doch das will er nicht. Er will, dass auch die Bosnier kommen, also kostet die Fahrt umgerechnet 2,50 Euro. In seinen Cafés arbeiten Serben und Muslime zusammen. Es wird kein Alkohol ausgeschenkt, so will es der Islam. Die Aufregung in Europa um vollverschleierte Frauen und den Niqab versteht er nicht. Wenn wir in den Emiraten sagen, Frauen müssen sich bedecken, dann sagt ihr in Europa, oh, da herrscht ja keine Freiheit. Ihr respektiert unsere Gesetze und unsere Religion nicht, aber ihr... Die Araber kaufen Land, bauen Feriensiedlungen und Hotels. Sie bringen Geld ins bitterarme Land, aber sie sind überall. Und so beschwören manche schwarzmalerisch eine arabische Invasion. Vrelo Bosne heißt diese Parkanlage in Ilija bei Sarajevo. Ende des 19. Jahrhunderts haben die Habsburger sie angelegt. Heute zieht sie magnetisch Urlauber aus dem Nahen Osten an. Bäume, Schatten, kühlendes Wasser, exotische Tiere. Für die wüstengewohnten Urlauber ist das ein Paradies auf Erden. Also so schön habe ich mir das wirklich nicht vorgestellt. Als ich hier kam, dachte ich schon, etwas Gutes vorzufinden, aber jetzt sehe ich hier das Leben. Es ist unglaublich, wirklich fantastisch. Der Wald, die Flüsse, die historischen Orte, ich mag es sehr gerne. Ich mag all die Natur, die ich hier sehe. Ich komme aus einem sehr heißen Land. Da sind zurzeit 45 Grad oder mehr. Hier sind gerade 23 Grad. Ich mag das Wetter hier. Sarajevo, Tourismus-Hotspot für jene, die dringend Abkühlung suchen. Der Großteil der Stadt ist muslimisch geprägt. Fahrt in den serbischen Teil, in die Republika Srpska, wo überwiegend christlich-orthodoxe leben. Hier hat Scheich Mohammed Al-Kassini aus den Vereinigten Arabischen Emiraten investiert. Sunnyland heißt sein Vergnügungspark samt Sommerrodelbahn. Während des Bosnienkrieges Anfang der 90er haben die Serben von hier oben auf die Muslime unten in Sarajevo geschossen. Doch die alten ethnischen und religiösen Konflikte schrecken den Scheich nicht. Herzlich willkommen zum Auslandsjournal. Wo haben Sie Ihren Sommerurlaub verbracht? Als absoluter Hotspot für Touristen aus den Golfstaaten gilt Bosnien. Statt staubiger Wüste, Hitze und Trockenheit gibt es dort grüne Natur, Flüsse und Gebirge. Das Land ist nicht teuer und vor allem leben dort viele Muslime. Die Vorteile liegen also auf der Hand. Und doch, manch Bosnier fürchtet den Ausverkauf seines Landes und das Ende der liberalen Auslegung des Islam im Land. Stefan Merseburger über Fluch und Segen des Scheichtourismus. Seit ein paar Jahren geht das schon so und es werden immer mehr. Die Araber kommen, sie haben Sarajevo entdeckt. In Bosnien verbringen Wüstentöchter und Söhne gerne ihre Sommerfrische. Sie bevölkern Parks und Wälder, suchen Schatten und Vergnügen.